Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Von der letzten Folge aus hatte ich glaube ich ein paar Wochen jetzt Päuschen gemacht. Und ja, ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, was ich genau geplant hatte zu dieser Folge. Aber ich sehe gerade 673 Stöcke müssen wir sammeln. Das wird eine ordentliche Aufgabe. Und 291 Baumstämme. Aber dafür nur zwei Seile. Da denke ich mir auch, was habe ich mir da angetan? Ich sehe es jetzt schon da oben. Und wir sind ja, was Story angeht, auch schon fast eigentlich am Ende. Und da gab es ja auch noch irgendwie zwei Höhlen oder so, wo noch irgendwie so eine Tür war, die wir noch nicht betreten hatten. Weil ich mir da irgendwie gedacht hatte, so, ich bin eh noch zu low vom Level her. Und ja, da würde ich auch gerne mit euch in den nächsten Folgen mal dahin. Aber als allererstes wollte ich jetzt mich zuerst um die Baumstämme und die Stöcker kümmern, weil das ist schon eine ordentliche Menge, die wir da brauchen. Und ich will, bevor wir dieses Let's Play beenden, das Ding da oben zumindest fertig haben. Und dann hin und wieder mal vielleicht da hinten oder wo auch immer wir nochmal geplant hatten, die Stadt zu bauen. So, dass ich dann nur vielleicht hin und wieder mal bei Forest reinschaue und da ein bisschen was baue mit euch und so. Weil sobald wir die Story durch haben, gibt es hier ja dann im Grunde, abgesehen vom Bauen, nichts mehr viel. Und ja, da sind wir jetzt auch schon auf dem Festland. Und als erstes holen wir uns mal die Seile, die da hinten auf dem Boot sein sollen. Vielleicht auch einmal kurz so sich abwaschen. Funktioniert irgendwie nicht. So, ein Seil. Mehr haben wir hier jetzt leider nicht. Ah, den Hasen brauchen wir nicht. Vielleicht haben wir aber jetzt auch nichts auf Tasche. Und dann geht's los mit den Holzfällarbeiten. Ah, ein bisschen ist auf jeden Fall noch nachgewachsen. Zumindest an Stickies. Ein Sticky. Ah, die großen Dinge liebe ich. Was Stickies dann geht zumindest. Hier noch einer, da liegt noch einer. Dann haben wir die schon mal voll. Und dann Kettensäge. Ah, ist halb voll noch. Okay. So. Dann die beiden hier noch. Da. Okay. Da. Den nehmen wir auch noch da hinten. Und dann nehmen wir die hier noch. So, das müsste fürs Erste reichen.
Achso, was ich auch übrigens sagen kann, beim Schneiden der Videos ist mir aufgefallen, in dem einen Ureinwohnerdorf habe ich die letzte Position, also für den letzten Pistolenteil, übersehen gehabt. War, weiß nicht mehr, weswegen ich eigentlich da in diese Richtung gegangen bin. So, ein bisschen vielleicht die Insel erkunden, aber der Pistolenteil war ja da. Und ich habe es nicht gesehen. Erst so beim Schneiden der Videos ist mir das aufgefallen, dass da einer war. Dass wir dann diese oder nächste Folge da nochmal hingehen. Und uns die holen. Dann können wir die Pistole endlich fertig bauen. Hätten wir das da ja auch. Ah, erstmal auch die Stickies. Komm. Beziehungsweise, wenn wir gleich das Boot hier voll haben, können wir auch eben schnell da rüber gehen und uns das mal anschauen, wo ich es genau noch mal übersehen hatte. Hallo Bambi. Liegt hier noch irgendwo ein Baumstamm? Nee, okay. Da können wir eben die Stickies hier auch nochmal einsammeln. Schon voll. Die geht schon mal voll. Ich hab kurz gedacht, der Bambi da hinten sei ein Ureinwohner. Wir müssen auch schauen, dass wir irgendwie wieder mehr Stoff kriegen. Weil Stoff haben wir immer irgendwie so wenig. Oder so rar. Dass wir auch nochmal in einer der ersten Höhlen, wo diese eine Dings war, Lagerraum war, nochmal reingehen. Und da die Stoffvorräte mal auffüllen. Können wir auch nächste Folge, glaube ich, schon machen. So, Stoff haben wir nämlich nur 22. Und ja, das ist nicht gerade viel. Ah, wir gehen mal hier vorne hin. Hier ist auch schon ordentlich wieder was nachgewachsen. Also können wir hier machen. Fällt auch noch genau auf uns, ey. Ja, müsste, glaube ich, erstmal reichen. Tief in den Wald rein hier. Baumstämme.
Vor allem jetzt im Februar soll auch noch Sons of the Forest endlich rauskommen. Da bin ich auch auf jeden Fall mit am Start. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich dann direkt zum Release spielen werde, weil vorher war ja noch Raft geplant bei mir. Wollte ich auch vorher noch machen. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann Raft und Sons of the Forest dann bei mir parallel laufen werden oder Sons of the Forest dann direkt, nachdem ich Raft durch habe. Spiel, was ich jetzt quasi in diesen 2 Wochen, wo ich das jetzt aufnehme, hier am meisten jetzt gesuchtet hatte, ist tatsächlich High on Life. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mega geiles Spiel. Feier ich total. Auch weil es von Rick Morty Machern ist. Und gestern dann habe ich noch hier Elder Scrolls Arena noch mal ein bisschen weiter aufgenommen und heute jetzt wieder hier Forest. Also mal wieder angefangen. Weil ich einfach wieder Bock hatte, The Forest aufzunehmen. Und war mir auch da nicht mehr so sicher, was ich eigentlich alles gemacht hatte. Außer dass wir jetzt hier keine Baumstämme mehr haben. Sehe ich keine mehr. Machen wir mal eben noch einen. Und müssen auch sofort wieder was essen. Machen wir den hier. Und den hier. Da vorne war ein Bambi. Aber wir finden gleich noch ein Bambi, den wir essen können. Bambi, ich kümmere mich gleich um dich, ja? Bambi mir hinterher gelaufen oder wie? Keine Ahnung, wo Bambi jetzt hin ist. Ja, das ist noch aktiv. Bambi. Komm mal her, Bambi, ich hab Hunger. Was können wir jetzt sind keine Bambis da. Gott. Bringen wir das hier dann eben zurück. Ah, perfekt. Perfekte Anzahl an Baumstämmen. Muss mir jetzt nur noch einen kleinen Bambi hier schnappen. Oder 2 Schildkröten. Oh, haben wir Bambi oder die Schildkröten schon da? Nee, ach doch, da kommen sie schon. Bambi wäre mir lieber irgendwie. Nein. Ja, den haben wir.
Und den haben wir jetzt auf. Dann machen wir uns eben hier ganz schnell ein Stück Fleisch. Und dann können wir den Rest drüben aufhängen und trocknen. Dann hätten wir auch mal wieder ein bisschen mehr was, ein bisschen länger was. Nicht so weit. Perfekt. So, dann können wir wieder rüber. Ja, ich feiere unsere Festung aber auf jeden Fall. Einfach mal so eine riesen Burg auf so einer kleinen Insel. Das ist schon irgendwie geil. Aber schon komisch, keine Ureinwohner heute da gewesen. Haben, glaube ich, Schnauze voll von mir. Aber ich freue mich, wenn es fertig ist. Ist auch ein Monster, ein riesen Monsterprojekt auf jeden Fall. Aber ich habe auch vor, das Let's Play nicht zu beenden, bevor wir das Ding nicht fertig haben. Also werdet ihr so oder so noch ein paar Videos von mir kriegen. Komm, wir packen da mal richtig an. Wir packen mal so da drauf. Dann ist hier jetzt auch Nacht, das heißt, dann können wir oben eben kurz pennen gehen, damit ein paar Bäume wieder nachwachsen. So. Dann haben wir hier auf ohne Ende. Ah, erstmal das Fleisch aufhängen. Da, so, hier. Irgendwo hatten wir noch hier die Dingslampen. Hier einmal. Und fehlt dann nur noch der hier. Auch noch ein Seil. Und dann gute Nacht. Warte mal, Z. Geil. Können wir eben hier, haben wir da noch? Und sind die soweit schon trocken? Okay. Neben hier kurz frühstücken. Da haben wir auch ohne Ende. Hier 485 und 150 Dollar. Oder zumindest Geldscheine. Kann ja sein, dass nicht nur 1 Dollar Noten sind, sondern auch vielleicht 50 Dollar, 100 Dollar, keine Ahnung, was die alles für Dollar und Noten haben. Aber das auch so was mal ist. Bei den Amerikanern sind die Geldscheine auch, glaube ich, irgendwie alle gleich groß. Nicht so wie hier in Europa, die Euros, die alle eine unterschiedliche Größe haben.
Komm, ich will runter. Ah, hier. Hier ist das irgendwie nicht so schlau gelöst von mir. Mit dem Fahrstuhl. Oder Clan, wie, oder wie er jetzt genau heißt. Und Musik können wir auch mal wieder abspielen. Ja, nice. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich werde das hier auch vermissen, sobald ich dieses Let's Play beendet habe. Das würde ich wirklich sehr vermissen. Aber ich glaube, das ist auch dann der Grund, warum ich dann hin und wieder mal. Entschuldigung. Bin immer noch etwas erkältet. Gerade ein bisschen was im Hals stecken geblieben. Tut mir echt leid. Aber das ist der Grund, weil ich werde das hier definitiv vermissen, dass ich dann hier auch auf jeden Fall wiederkommen werde. Und dann hin und wieder mal vielleicht so eine ein, zwei Folgen mal raushaue oder so, die dann aber nicht mehr regelmäßig sind. Aber dafür wird dann hier einfach hin und wieder noch was kommen zu. Dass dieser Content hierfür noch ein bisschen erhalten bleibt. Drücke ich aus, was ich in Rennen verspringen. So, hier habe ich es jetzt wieder richtig, aber trotzdem nicht drauf gekommen. Schauen wir mal, wo wir zuerst anfangen. Das da müssen wir zumindest fertig machen. Das Gebäude auf jeden Fall. Hier die Wand. Und hier das Geländer auch. Auch von hier so dran, ja, nice. Hier ist auch fertig. Und der hier noch. So. Dann ist jetzt die Frage, fangen wir zuerst mit dem Gebäude an oder mit dem Dach? Ich glaube, mit dem Gebäude hier fangen wir zuerst an. 34 Baumstämme. Weil er die bald fehlt. Hier war einen übersehen. Da fehlt noch einer. Er hat schon drei Baumstämme und hat nur den da gemacht. Bin ich schon ein bisschen komisch. Ja. Okay. Wird nichts mehr zu sagen. So, dann erstmal wieder die Stickies. Dann holen wir uns die Baumstämme und machen noch mal alles voll. Nein.
Ah, warte mal. Fällt mir gerade was auf. Das Bausystem ist hier ja so komisch in Forest. Macht gar keinen Sinn, wenn wir erst einmal das eine Dach da fertig machen. Weil dann können wir von da nicht anbauen, um die Überdachung von dem einen Haus zum nächsten zu machen. Das heißt, wir machen erst einmal die ganzen Wände zuerst. Und dann fangen wir an mit den Dächern. Ja, jetzt haben wir da schon 5 Baumstämme drin. Aber das ändert ja noch nichts daran, zum Glück, wie es hier dann vom Bauplan her weitergemacht wird. Weil den Dach haben wir ja nur geschafft, weil da das Dach noch nicht fertig war. Wenn wir jetzt von da, also das da fertig machen würden und da auch nochmal so ein Dach machen wollen und hier zwischen auch, dann darf das Dach und das Dach noch nicht fertig sein. Wir machen das Gebäude erstmal fertig. Dann gehen wir hier einmal rein und darüber. Ich würde sagen, wir fangen mit der Wand hier hinten an. Und noch hier. Glück haben wir noch 4 auf Tasche, geil. Mit etwas Glück können wir noch eins fertig machen. Irgendwo. Der braucht 5. 5. 6. 6. Egal. Hier. Da hinten müssen wir den ganzen Quatsch auch nochmal machen. Haben wir den ganzen mit dem Baumstamm schon den Quatsch hier überall? Auf der Seite ja, aber auf der Seite nein. So, freies Bauen, eigene Wand. Machen wir den einmal da. Okay. Will der wieder nicht? Er will nicht. Warum auch immer. Nein, das wollte ich so nicht haben. Ich will den gerne hier oben haben. Oder so. Er sagt hier mir die ganze Zeit nö. Okay. Warum will der das nicht? Ah, hier funktioniert. Dann bleibt hier auf der Wand auf jeden Fall nur einer. Ja, hier machen wir später. Aber den Rest bauen wir in der nächsten Folge auf. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.